So, die Angriffe der Dol Guldur-Orks und den Elben von König Tranduil beginnen. Oh, hier kommt schon die erste Welle und von der anderen Seite formieren sich die anderen Feinde, die sich natürlich auch gegenseitig bekämpfen. Vielleicht müssen wir ein bisschen darauf setzen, tatsächlich, dass sie sich gegenseitig aufreiben. Aber das wird wohl die einzige Hoffnung sein. So. Eine Katapulterweiterung kostet zwar 1800, aber würde hier, glaube ich, gar nicht schlecht sein. So, ja, da brannten die Elben schon aufeinander. Oh, okay. Bisschen zurückziehen hier. Lasst sie ruhig machen. Hier, unsere Fernkampfeinheiten können sich mal hier so aufstellen. Unsere Helden ziehen sich ein bisschen zurück. Die Mine ist natürlich verloren, aber hier reiben sie sich, glaube ich, ganz ordentlich selber auf, wobei das Katapult natürlich kritisch ist. Baumeister auch ein bisschen in die Hinterhand. So. Ja, sobald die Trolle da rankommen, hauen wir dann natürlich fleißig drauf. Gar keine Frage, aber ich warte hier noch auf die Katapulterweiterung. So, die Mine ist schon mal down. Boah, und ich würde mal sagen, die haben ja, einen klaren Punktsieger, das erste Duell hier. Meine Fresse. Okay, die Fähigkeiten will ich mir aber noch ein bisschen aufheben, weil noch können wir einigermaßen standhalten. So, ich hätte gerne die Katapulterweiterung. Danke. Bei unserer Zitadelle hier. So. Schön angreifen hier. Nicht verzagen. Bisschen mehr Damage ruhig und nehmt sie richtig schön in die Zwickmühle. So, da dieses Katapult, auf das müssen wir aufpassen. Das haut unsere Türme natürlich in 0, nichts kaputt. So. Du springst jetzt mal. Du kannst mal Unverwundbarkeit aktivieren. Eieiei, da kommt schon die nächste Welle, okay. Müssen hier ein bisschen aufpassen tatsächlich. Vielleicht sollten wir die mal wirklich stunnen. Mit Wolkenbruch. Ich wollte jetzt noch nicht so viel einsetzen hier. So, blutrünstig kannst du mal machen. 300 nicht gerade so viel im Start, ne? So, die sind jetzt gestunt. Nur das Katapult haut halt weiter drauf. Okay, Baumeister, ein bisschen zurückziehen und hier was bauen. So. Trein, wie sieht's aus? Ich hoffe jetzt irgendwie mal, ja, dass hier wieder ein paar von den Elben kommen, aber den Gefallen scheint mir König Tranduil nicht machen zu wollen. So. Ja, die nächste Angriffswelle kommt natürlich. Wir können noch mal heilen. Das geht durchaus. Müssen wir auch gleich. Oh Mann, oh Mann. So. Jetzt mal ein bisschen zurückziehen hier. Und mal Durin beschwören, weil langsam wird das hier zu viel. So, einmal das Feuer. So, und dann das Katapult mal schön kaputt machen. So, die Helden hier nicht zu weit die Gegner vorrücken lassen. Wir müssen hier nur halten. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht. Okay. Ja, aber Durin ist noch gut dabei. Und da brannten die Elben heran. Vielleicht können wir jetzt mal wirklich darauf hoffen, dass sie sich jetzt mal gegenseitig ein wenig platt machen und wir dadurch einen kleinen Vorteil erringen. Denn wir haben ja schon ein wenig Probleme. So, die Helden schön platt machen hier. Und hier oben geht es natürlich schon ab. Alter, die Dol Guldur-Orks nehmen die richtig auseinander. Mit den Katapulten und allem Möglichen. Kinderspiel. So, die Helden mal zurück, außer Meine Durin. Axt wird unruhig.
Der kann mal ein bisschen vorrücken tatsächlich und gleich nochmal Wort der Stille machen. Nein, ihr geht zurück. Gebt mir einfach eine Reihe Orkhälse. So, Wort der Stille mal. So, hier Unbesiegbarkeit oder was du da hast. Schön auf das Katapult. So. Schnell die paar Trolle killen, bitte. Die Trolle killen, sagte ich. Okay, vielleicht können wir sie hiermit jetzt ein bisschen aufhalten. Okay. Sieht ganz gut aus, Durin. Er hat uns auf jeden Fall Zeit verschafft, aber es ist natürlich noch nichts gewonnen. So, ich warte mich immer auf das nächste Katapult. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. So, wo bleiben die Elben? Tranduil, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier alles so, ja, laissez-faire-mäßig handhabst. Okay, Durin, du hast uns aber gut gedient. Okay, lassen wir sie erstmal hier noch ranbranden. Das ist noch in Ordnung. Katapulte sind schon fleißig am Feuern. Jetzt machen sie sich erstmal da an unserem Zwergengräbchen, verdingen sie sich. Wird zwar gleich kaputt sein, aber passt schon. So, hier oben sind die ganzen Elben, aber die helfen uns nicht. Und vor unseren Toren sind natürlich die Feinde. So. Ich hoffe mal, das hilft jetzt ein bisschen. Ich weiß, ich verpulver hier die Fähigkeiten vielleicht schon ein bisschen früh. Aber das müssen wir jetzt eingehen, das Risiko. Boah. Okay, hier mal dein Axtwirbel. Na, das wäre nicht schlecht. So, ein bisschen wird auch schon gelevelt. Aber hier mit den Äxten, die er da wirft, haut er, glaube ich, richtig gut viele um. Oh, die Katapulte. Troa, durch da. Die Katapulte sind richtig scheiße. Mach dich auf den Weg und hol die Katapulte weg. Okay, apropos Katapult, wir holen mal das nächste. Und die nächste Welle brandet schon heran. Du hast selbst mitbekommen, dass einige unserer Clans mit Vorliebe gegen die Reisen ziehen. So, mach das hier platt, bevor die nächste Welle kommt. Diese dreckigen Penner. Ja, okay, aber noch sieht das hier nicht so schlecht aus. Wir können auch bald wieder eine neue Zitadelle bauen. Heilen können wir definitiv auch wieder. So, nur das Katapult kaputt machen, Troa. So, und jetzt Rückzug, 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 Rückzug. Die sind zwar schon relativ weit gekommen, aber nicht weit genug. So. Rein, du kannst hier mal Beschuss machen, alles. Okay, Troa kriegt aus dem Maul. Na los, na los. Du hältst noch ein bisschen durch, Kollege. So, alle mal geheilt und weiter geht's. Wir haben auch keine Baumeister mehr, das heißt, wir müssen hier jetzt auf das setzen. So, hier nochmal ein Zitadellchen hin. Gar kein Problem. Buckt in die Hände, Männer. So. Ja, und da geht's jetzt wieder ab. Das ist ganz gut. Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Boah, was ist das hier für eine krasse Mission, Leute? Was ist das hier für eine krasse Mission? Aber unsere Zitadelle steht noch. Aber die Rohstoffe sind natürlich ein bisschen problematisch. Das kann ich nicht leugnen. Und keine Ahnung, Alter. Das ist doch irgendwie krass, wie die Dol Guldorks einfach den Waldelben von Tranduil überlegen sind. Das hätte ich nie so erwartet, Leute. Sie greifen an. Unsere Gebäude. So, bevor ihr wieder nah rankommt, könnt ihr erstmal ein bisschen Erdbeben machen. Ein bisschen standhalten müssen wir noch, aber dann können wir die wenigstens ein bisschen zerstreuen. Und jetzt sind unsere Helden auch schon richtig, richtig gut am Start. Kann man definitiv so sagen. Gibt es Arbeit? Troa. Ah, nee, doch nicht. Erstmal nicht. Die werden den Anblick
Müssen ein bisschen aufpassen hier. Na, das könnt ihr nicht angreifen. Na, diese Katapulte sind natürlich eklig. Wirklich eklig und wir haben nicht mehr viele Fertigkeiten zur Verfügung. Alter Schwede, Troa. Bitte ein wenig in Sicherheit bringen. So, na, hier einmal ein bisschen die Schwerter wirbeln lassen. Du ziehst dich hier ein bisschen zurück. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ihr Hüter könnt mal das Katapult da platt machen. Das ist wirklich nervig gerade. So, apropos nervig, wir können ja nochmal ein Katapult machen. Und die Helden ziehen sich mal zurück erstmal. Das können die jetzt erstmal regeln, einigermaßen, hoffe ich. Schön das Katapult plätten. So, könntet ihr mal bitte auf das Katapult gehen, ihr dummen Trottel, ey. Okay, wie lange müssen wir noch standhalten? 5 Minuten. Das ist wirklich krass. Okay, Axtschleuderer ein bisschen zurückziehen. Unsere Zitadelle muss einfach noch ein bisschen aushalten. Gut, sehr gut. Ich höre. Das wird ein Spaß. So. Sehr gut, Level 10. Schön hier bei der Esse verteidigen. Da oben gehen sie wieder ein bisschen aufeinander. Das sollte einigermaßen gehen. So, Zwergenbier ist auch wieder zur Verfügung. Bisschen zurückziehen hier, sehr schön. So, und hier oben reiben sie sich wieder ein bisschen gegenseitig auf. Das ist alles in Ordnung. So, ein bisschen Erfahrung kannst du dir mal spendieren. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoller, hier nochmal gleich das nächste Katapult zu holen. So, einsamer Turm. Noch haben wir eine relativ passable Turmverteidigung. Nur hier auf der Seite ist es halt ein bisschen eingebrochen. Ja, aber die Elben von König Thranduil haben wenig Chance. Wobei, jetzt haben sie sich eigentlich ganz gut aufgerieben. Und die Zeit läuft natürlich für uns. Und zwar nur für uns. Wolkenbruch ist auch wieder am Start. Das heißt, wir können sie nochmal stunnen. Das ist sehr gut. Okay. Na, jetzt kommen sie hier wieder. Wir sind eigentlich gerüstet. So, komm schon. Bisschen Geld bräuchte ich noch. So. Die Helden schön hier in die Mitte, ins Zentrum. Und die einzelnen Wellen platt machen. Okay. Gut, ja, die sind schon relativ gut und weit durchgekommen, aber noch geht das. So, Hüter der Eisenberge können wir auch mal hier holen. So, auf die Trolle bitte. Sie wollen unsere Gebäude! Sie greifen an! Auf die Trolle bitte, sagte ich. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sieht doch schon mal in Ordnung aus. Der Troll ist auch down. So, mächtiger Hieb mal hier. Okay, er wirft noch seine schönen Äxtchen. Das ist gut. Und hier mal reinspringen, na. Sehr gute Arbeit. Okay, ja, die wehren wir gut ab. Und es ist nicht mehr so lang, Leute. Wir können es hier hinbekommen. Können es hier tatsächlich hinbekommen. Die zwei Katapulte sind natürlich nervig. Aber wir können uns hier erstmal ein bisschen zurückziehen. Dass die Katapulte hier wirklich rankommen. Und ihr könntet jetzt mal auch schön auf die Katapulte gehen. Die Zitadelle wird noch ein bisschen was aushalten, tatsächlich. So. Zack. Einmal kurz eine Generalheilung spendiert. So, wir müssen jetzt mal hier die Katapulte wegholen. Es hilft leider nichts. Oder?
kommen natürlich wieder einige, aber die Elben sind natürlich auch am Start. Deswegen einmal kurz das Katapult wegholen und jetzt hier alles stunnen. Auch die Trolle natürlich. So. Zurück mit euch. Damit sollten wir die eine Zitadelle secured haben. So, vorwärts. Schön den slidenden Troll killen. Was auch immer mit dem abgeht. So, Trein zieht sich jetzt mal wirklich zurück. So, ein kleiner Sprung. Trein wird immer noch verfolgt. Geht jetzt mal in den Turm da rein. Die trachten ihm nämlich wirklich nach dem Leben. Den kann ich gleich wieder rausholen. Okay, aber hier oben machen sie schon wieder gut selber fertig. Sehr gut. Ja gut, da hinten können sie ja die Mine kaputt machen. So nah. Trein, nicht nah. Tut mir leid. Raus mit dir. Eine Minute noch, das werden wir ja wohl hinbekommen. Hier arbeiten sie sich gerade wieder aneinander ab. Was wollt ihr? Die sind zwar immer noch irgendwie vergiftet, aber es passt schon. So, die Minen haben sie jetzt auch nochmal mitgenommen. Aber sollen sie doch. Die Minen sind in Gefahr. Können wir nochmal ein schönes Grab hinstellen. Damit sie auch nochmal ein bisschen Spaß haben. So, und hier haben die überhaupt gar keinen Spaß gegen unsere Zitadelle. Boah, das ist schon ein richtig guter Spell. Also 25er natürlich auch, aber das knüppelt richtig rein. So, 37 Sekunden noch. Bald haben wir auch wieder Sperrfeuer zur Verfügung. Ist natürlich auch klasse. Na komm schon. Zack. Arrivederci, Kollegas. Und da fliegen sie. Und lange müssen wir nicht mehr standhalten, Leute. Bald haben wir es. Was für eine geile Mission. Richtig Spaß gemacht. Hat es bis hierhin, das zu verteidigen. Und wir sind ja immer noch dabei. So, die Garde des Königs können wir mal holen. Und jetzt rücken sie hier natürlich richtig vor. 5 Sekunden noch, kommt schon. Wir können ihnen nicht standhalten. So. Jawohl, wir haben es geschafft. Halte den Angriffen von Thranduils Elben und den Dol Guldur Orks 15 Minuten Stand. Diese Aufgabe ist unter größten Anstrengungen erfolgreich beendet worden von uns. So, was jetzt? Was nun? Bringt die Stollen zum Einsturz. Jetzt sollen unsere Gegner die Macht der Zwerge spüren. Der König der Zwerge hat gesprochen. Und anscheinend haben die Minenarbeiter den gesamten Düsterwald untergraben. Und zeigen jetzt, was den Zwergen besonders gut liegt. Nämlich Stollen graben und damit die Gegner ausschalten. Ja, und da fliegen sie. Die dreckigen Elben von König Thranduil. In ihrem eigenen Reich geschlagen. Nicht nur von den Dol Guldur Orks, sondern nun auch von uns. Und auch die Waage kriegen ein paar Flugstunden, genauso die Trolle. Ein meisterhafter Schachzug von König Thor und seinen Arbeitern, muss man so sagen. Denn wir waren da wirklich unterlegen und hätten nicht mehr lange durchgehalten, Leute. Aber was für eine geile Mission. So, guten Flug wünsche ich, ihr Bastarde. Boah, Katapult geht auch kaputt. Was für ein Sieg. Für die Zwerge unter König Troa. Und da sieht man sie auch nochmal jubeln. Unsere Helden. Sehr, sehr geiles Ende. Einer wirklich spaßigen Mission, muss ich sagen. Die auch vom Schwierigkeitsgrad her sehr anspruchsvoll war. Aber perfekt, muss ich sagen. Endlich konnten die Zwerge nach diesem Sieg etwas Ruhe finden. Doch Troa, ihr König, trieb sie zu erneuter Unrast. Mit dem wenigen, was sie noch besaßen, brachen sie zum Hohen Pass auf, um die Nebelberge zu überqueren. Ich denke mal, da wird uns dann auch unsere nächste Mission hinführen. Zu den Nebelbergen. Ja, die letzte Folge war ja ein bisschen kürzer, dafür ist diese ein bisschen länger. Das liegt einfach daran, dass ich es inhaltlich so machen wollte, dass wir die Angriffe komplett in eine Folge packen. Und deshalb ist im Gegensatz zur letzten Folge diese halt ein bisschen länger. Aber es hat mir wirklich enorm Spaß gemacht. Der Endstand sieht auch relativ ordentlich aus. Es war hier übrigens eine Fix-Map, die ich gespielt habe, weil mit der aktuellsten Version der Edelmod, da hatte ich mich schon vorher informiert, konnte man das nicht machen. Deswegen gab es eine Fix-Map zum Download.
Hier habe ich mich hier reingekloppt. Also wenn ihr das auch spielen wollt, den Mod, und euch wundert, warum bei euch, wenn ihr eine Kaserne baut, die Aufgabe nicht erfüllt ist, das war nämlich der Bug sozusagen, dann holt euch einfach die Fix-Map, findet ihr bei der moddingunion.com, ein bisschen suchen im Thread, findet ihr ziemlich schnell. Einfach rein editieren, wie es da vorgeschrieben ist, habe auch ich Dummerchen gekriegt. Also falls ihr euch wundert, falls es bei euch wirklich nicht klappt, einfach die Fix-Map runterladen und dann geht das. Und ja, der Endstand sieht doch alles in allem sehr, sehr gut aus. 28 Minuten, 16 Sekunden, 27 errichtete Gebäude sind 19 verloren, zerstörte Gebäude 4. Ja, das waren diese Spinnenhorte. Gebaute Festung 0, dafür aber 2 Zitadellen, die uns wirklich den Arsch gerettet haben. Erstellte Einheiten, gefallene Einheiten, 13,22, immerhin sehr gutes Verhältnis, denke ich mal. Vernichtete Einheiten, 2340, wir haben uns da wirklich eingeschlossen, verbarrikadiert mit unseren Türmen und Zitadellen und haben es wirklich gehalten. Die Hüter der Eisenberge waren meine Lieblingseinheit. Und ja, gefallene Helden 0, so muss das natürlich auch sein, denn sonst wäre die Mission noch gescheitert gewesen. Aber Trein, Troer und auch Nahr ziehen weiter als die Helden der Zwerge und werden das nächste Mal, da sehen wir die drei auch über den Hohen Pass gehen wahrscheinlich, was dann auch unsere nächste Mission ist. Weiter nach Dunland wollen wir ja. Aber zunächst mal gilt es dann, den Hohen Pass zu überqueren. Mir hat diese Mission wieder ja, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich natürlich auch freuen über einen Kommentar von euch und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.